Hamburg in 60 Sekunden. Eklat auf der Möwe. Ich will euch etwas zeigen, an dem jeder von euch ahnungslos vorbeigelaufen ist. Auch ich. Die Mönckebergstraße. Es gibt sie seit 1909 und sie wurde benannt nach Johann Georg Mönckeberg, ein früherer Bürgermeister. Sein Bruder Rudolf Mönckeberg sah eines Tages im Schaufenster eines Buchbinders die Zeichnungen für ein Satiremagazin und störte sich an den leicht bekleideten Damen. Statt es direkt mit dem Inhaber Georg Kulbe zu klären, ging die Sache vor Gericht. Als Strafe wurden 50 Mark fällig. Und das hier ist übrigens das Wappen der Familie Mönckeberg. Ein Berg und ein Mönch. Weiter zu einem meiner Lieblingsgebäude, dem Hulbehaus, wo es ein Relief gibt. Das war dann die Rache, denn was sehen wir hier? Ein Berg und ein Mönch mit Kutte, also Mönckeberg. Was hier wie ein Einhorn aussieht, soll ein Esel sein. Gezogen wird dieser von einem Narren. Der Mönch zieht übrigens die Fahne der Kunst hinter sich durch den Dreck. Sogar Johann Wilhelm Benz, auch bekannt als Hans Hummel, taucht auf, wie er Mors Mors schreit. Also im Grunde, leck mich am Arsch.